Namaste und herzlich willkommen zur Muladhara Chakra Erdmeditation zur Verwurzelung für Beständigkeit und Festigkeit. Sitze ganz bequem auf einem Stuhl, kniend oder kreuzbeinig. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Konzentriere dich dabei auf das Muladhara-Chakra, das Wurzelchakra, Erdchakra, in der Steißbeingegend, Beckenbodengegend. Du kannst dir vorstellen, dass von der Wirbelsäule über die Beine Wurzeln in die Erde gehen. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Wurzeln zum Muladhara-Chakra, also Steißbeingegend, Beckenbodengegend hingehen. Und von dort über den Stamm der Wirbelsäule, ja, alles Gute und Positive und Festigkeit nach oben bringen, bis zum Bauch, Brust, Armen und Kopf. Stelle dir also vor allem die Wurzeln vor, spüre diese Verwurzelung. Sei dir bewusst, diese Verwurzelung gibt dir Festigkeit, Stärke und Ruhe. Wenn du willst, kannst du ein Mantra wiederholen im Muladhara Chakra, wie Om, einatmen Om, ausatmen Om. Oder wiederhole eine Affirmation, wie zum Beispiel, ich bin gut verwurzelt. Ich finde Zugang zu meinen Wurzeln. Bleibe so ein paar Minuten lang ruhig sitzen. Wiederhole geistig das Mantra Om oder die Affirmation Ich bin gut verwurzelt oder Ich finde Zugang zu meinen Wurzeln. Stille. Vertiefe wieder deinen Atem. Und du kannst noch weitere Affirmationen für das Erdelement, also das Muladhara Chakra, wiederholen. Ich bin ruhig und beständig. Ich habe Ausdauer. Ich lebe meinen Alltag mit Gelassenheit und Stärke. Das war die Muladhara Chakra Erdaffirmation, Wurzelmeditation. Sarah Devi und Sukadev wünschen dir einen wunderschönen Tag und Woche mit Zugang zu deinen Wurzeln, mit einer Beständigkeit und Festigkeit.